Und weiter geht's mit meinem Let's Play zu Banjo-Kazooie. Und letztes Mal haben wir den Move gelernt, oder die Fähigkeit gelernt, das Umgehen mit den Turnschuhen, die uns für eine gewisse Zeit sehr schnell machen. Und was ich damit anstellen will, das zeige ich jetzt. Wir laufen hier runter, verlaufen uns nicht und ignorieren die Lags. Laufen auf den Schalter zu. Dieser Schalter aktiviert, dass da oben eine Tür aufgeht. Und diesmal ist es egal, ob wir die Noten einsammeln oder nicht. Das können wir auch später nochmal machen. Wir müssen einfach oben ankommen. Und das vor dem Zeitlimit. Und da können wir keine großen Umwege machen. Das wäre tödlich. Wow, das wird knapp, das wird knapp. Ja, geschafft. So, hier unten. Ja. Lägt es erstmal nicht mehr. Das ist schon mal angenehm. Und man findet ganz unten. Ja, ein paar Sachen. Erstmal ein Gesicht aus Steinen. Natürlich ein paar Mumien. Und in der Mitte ein Puzzleteil. Wir holen also erst das Puzzleteil. Weil das bewirkt eine bestimmte Sache. Das Tor öffnet sich. Und das Wasser fließt ab. Darunter. Und was sehr Wichtiges passiert. Da, wo unten noch Noten, Jinjo etc. war. Da können wir jetzt hin, weil wir dort jetzt schwimmen können. Und diese heiße Wüstensand uns nicht schaden wird. So, einfach mal hier raus. Muss mal was nachschauen. So, was könnte ich jetzt machen? Ach, ich gehe erstmal eine Runde schwimmen. Ach doch, wir werden, wenn wir runtergefallen wären, sehe ich gerade, wären wir nicht gleich tot. Man hätte noch wieder hochfliegen können, aber ich glaube, hier gibt es nur ein oder zwei Platten, bis man diese Flugplatten findet, in dem heißen... Oh! Stopp! Ah, zwei Platten, na, bis man die findet, ist wahrscheinlich schon längst tot. naja, egal. Kann uns ja nicht mehr passieren, außer wir sterben jetzt hierbei irgendwie ganz blöd. Aber ich gebe mein Bestes, dass sowas nicht passiert. So. Jetzt haben wir auch hier alles gesammelt. Gut, gut, gut. Lassen wir den mal ein bisschen beruhigen. Nee, so, musste kurz die Aufnahme abbrechen und kann sie jetzt weitermachen, nachdem sich das alles mit den Lags hoffentlich erstmal erledigt hat. Ja, das schneide ich halt zusammen. Dürfte kein Problem sein. Ich stehe aber ehrlich gesagt gerade nicht, woher die plötzlich so diese Mega-Lags kommen. Aber gut. Ja, jetzt, was können sich jetzt machen? Jetzt fliege ich erstmal wieder in die Schule. Ein wenig. Und die Lags kommen schon wieder. Ich entschuldige mich dafür. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Nee. So, nächster Versuch, dass das funktioniert. Ich hoffe, jetzt kommen nicht mehr so viele Lags. Ich könnte auch auf alle verzichten. Wir fliegen jetzt wieder normal.
in Richtung diesmal dieser Pyramide und versuchen einfach mal dieses Zeichen zu treffen. Nämlich dann öffnet sich ein weiterer Eingang. Und Dampfattacke. Nicht so schlimm, dass wir was verlieren. Und jetzt gehen wir mal hier rein und gucken, was uns hier erwartet. Okay, hier erwartet uns sowas. Erst einmal ein Mumbo-Schädel. Hallo Freunde, ich bin Ruby. Kann ich euch helfen? Wir suchen Schätze, du Flötenpelter. Das trifft sich. Seht da oben, nämlich einen Schatz. Er gehört euch, wenn ihr an ihn herankommt. Aha. Sehr schön, da oben ein Puzzleteil hinzuhängen. Oder hinzu schweben zu lassen. Naja. So. Erstmal die Noten hier sammeln. Eins nach dem anderen. Geht nicht immer alles gleichzeitig. Obwohl das wäre blöd, wenn ich diese scheiß Kamera nicht mitdrehen würde. So. Was wir hier machen müssen, ist in diesen Teil das Teil treffen, was sich da bedreht. Dann erscheint nämlich irgendwann genau jetzt. Tausend Dank, mein Freund Hitztub wird euch nun helfen. Genau, die Schlange wird uns nun helfen, da hochzukommen. Indem es als für kurze Zeit als ja Stange uns dient, diese Schlange. Ja. Die wieder runter. Wow, das macht er sogar. Okay, ich würde mir auch nicht am Kopf springen lassen wollen. So. Jetzt haben wir wirklich eine Menge geschafft wieder und ich mache hier einen Schnitt. Tut mir leid, ich werde diese Versuche gerade alles zusammenschneiden. Da kamen wahrscheinlich noch halt die nervigen Lags dazu. Die sind jetzt weg und ich hoffe, dass sie auch wegbleiben erstmal. Und ja, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin.